Kleinunternehmer. Ich bin Kleinunternehmer. Ich habe noch nie Steuern gezahlt in meinem Leben und ich werde auch nie Steuern zahlen, weil ich ewig Kleinunternehmer bleibe. Und wie du das auch machst, erkläre ich dir in diesem Video. Bleib dran. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Geil, ich wollte schon immer mal so ein Intro machen, nicht ein bisschen. Mein Name ist Paul, ich bin selbstständiger Videograf aus Berlin und Fotograf und ich bin wirklich noch Kleinunternehmer, weil meine Bude unter Kleinunternehmertum läuft. Und wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, dich selbstständig machen zu wollen, zu werden, wie auch immer, erkläre ich dir, wie ich mich gefühlt habe und was ich gemacht habe, als ich vor 3 Jahren an demselben Punkt war wie du. Denn als Videograf, Kameramann, dich in dem Markt so ein bisschen zu etablieren, wie fängt man denn da an, was macht man denn da? Meine noch frischen Erfahrungen von vor 3 Jahren, die kann ich dir mal jetzt mitgeben. Also du willst Fotograf werden, du willst Videograf werden, Kameramann, Imagefilme drehen. Wie ist denn das, wenn man sich da selbstständig macht in diesem Gewerbe? Ja? Hast du dir vielleicht schon ein bisschen Equipment geleistet, weil dein Hobby ist schon seit 10 Jahren oder noch länger und du denkst, okay, jetzt kannst du langsam mal anfangen, weil du sozusagen halbwegs mal so gut geworden bist, um da mal ein bisschen mitreden zu können. So, und dann fängst du an und willst ein Gewerbe gründen. Wie fängt man denn das an? Also ein Gewerbe gründen als Kleinunternehmer, auch für alle anderen jetzt, geht so, dass du theoretisch, du kannst dich online anmelden. Meine Art und Weise war, ich habe mich einfach morgens hingesetzt, um 2:30, habe gerade bei jemandem übernachtet, haben wir gesagt, okay, du machst es doch eh gut, dann gründ doch ein Gewerbe, das kostet 28,50 € in Berlin auf der Webseite. Da dachte ich, echt? So wenig? Und da kommt man nicht ins Gefängnis, wenn man da was falsch macht. Nee, kommt man nicht, da kommt auch nicht gleich das Finanzamt, jedenfalls nicht, wenn du alles richtig machst. Und dann habe ich für 28,50 € ein Gewerbe gegründet. Mit dem Zettel bin ich dann zum Finanzamt gegangen und habe dann mir eine neue Steuernummer geholt, weil du brauchst ja auch eine Steuernummer. Und dann habe ich ein Gewerbe gehabt. Das hat mich insgesamt vielleicht 40 € gekostet, nicht mal 50 €. Ein bisschen Zeit und ein bisschen Eintippern im Computer. Und dann bist du ein Gewerbe. Dann bekommst du von dem Finanzamt eine Steuernummer und alle so eine Sachen und ein bisschen Papierkram. Und dann kannst du loslegen, dann kannst du Rechnung schreiben mit deiner Steuer- und Rechnungsnummer und all so eine Sachen. Ich bin kein Anwalt, bin da auch nicht der allerbeste Steuerfachmann. Also wenn es um Steuern geht oder so, da musst du jemand anders fragen. Da musst du einen anderen YouTube-Kanal gucken. Ich muss mir auf alle Fälle einen Steuerberater irgendwann nehmen, weil ich da nicht der Beste bin. Ich erzähle nur Sachen, die ich selber erlebt, die ich selber weiß, die ich selber kann. Ja? Und Unternehmen gründen, wie macht man das denn? Ja, dann hast du ein Unternehmen. Dann weiß aber noch keiner, dass du selbstständig bist. Dann ist der nächste Schritt, den ich vorm Selbstständigmachen überhaupt gemacht habe, ist eine Webseite anfangen einzurichten. Ja? Die Leute, die wollen irgendwie auf dich drauf zukommen. Die wollen sehen, was du machst. Und wenn du jetzt nicht dich zum Beispiel nur bei Instagram verbreitest oder nur bei YouTube oder so, dann ist es meiner Meinung nach äußerst wichtig, eine Webseite zu haben. Jeder ernsthafte Kunde, jeder Mensch, der wirklich ernsthaft was von dir will, jeder, der sieht, okay, der kann vielleicht was, der will von dir, dass du eine Webseite eigentlich hast. Am besten auch eine Webseite, die auf deine Domain registriert ist und da nicht steht Wix-Seite, also nicht Wix-Seite, sondern WordPress oder was es da auch immer alles gibt. Ich weiß ja nicht, was es da alles für Baukastensysteme gibt, aber es gibt viele Baukastensysteme. Meine Webseite lief zwei Jahre lang mit jonakfilm.wordpress.com. Dann habe ich dafür irgendwann Geld bezahlt, dass da nur noch steht jonakfilm.com. Sieht wesentlich besser aus und wirkt auch professioneller. Wenn du dich da am Markt ein bisschen etablieren willst, dann gib die 30 € mal im Jahr aus und kauf dir da eine Domain, dass du sozusagen eine Domain hast, die auf deinem Namen ist. Wenn du jetzt sozusagen als Fotograf dir auch noch so eine Seite sicherst wie Fotograf Peter, fotografberlin.de oder sowas, dann hast du natürlich, einen Jackpot, weil dann viele Leute wahrscheinlich auf deine Seite raufgehen, aber darum geht es heute nicht. Der Schritt, das zu machen, ist, okay, du bist dann selbstständig und dann hast du eine Webseite gegründet und hast die vielleicht erstellen lassen. Ich habe meine Webseite am Anfang da, ein Kumpel, der wusste, wie man Webseiten macht, wusste aber nicht, wie man Videos macht. Und da habe ich ihm ein Werbevideo gemacht und er hat mir eine Webseite gemacht und hat mir das ein bisschen beigebracht, wie ich meine eigene Webseite gestalte, weil ich verwalte mir eine Webseite komplett alleine. Und hat er mir beigebracht, wie das funktioniert, war ich auch immer sehr dankbar für. Und dann hast du wenn du das geschafft hast, diese Schritte zu machen, dann bist du selbstständig und kannst völlig durchstarten. Mega geil. Ja, wenn das so einfach wäre, dann würde das ja jeder machen. Leute glauben am Anfang nicht, dass du dich wirklich selbstständig gemacht hast. Ich bekomme immer noch
die geilste Frage nach 3 Jahren, fast 4. Das ist doch dein Hobby, oder? Du machst es doch als Hobby. Oder verdienst du schon mit deinem Hobby Geld oder so? So eine Fragen werden dann immer kommen, weil die Leute am Anfang denken, okay, weil du jetzt noch nicht die Riesenfirma bist oder so, bist du nicht selbstständig. Bist du aber, du bist ein Kleinunternehmer, ja? Und du kannst ja eine Rechnung schreiben und die Leute wirken dann auf alle Fälle, die mit dir zusammenarbeiten, auch professioneller. Meistens du wirkst professioneller. Und dann kannst du, du musst jetzt keinen Rechnungsblock dir kaufen, kannst du machen, aber du kannst dir einfach eine Excel-Vorlage holen, Rechnungen schreiben und Angebote schreiben mit einer Rechnungsnummer drauf, einer Angebotsnummer, einem Leistungsdatum, von wann bis wann der Mensch für dich arbeitet oder für du den für den arbeitest oder so eine Sachen, sowas muss drauf sein. Name, Anschrift, Adresse ist ja klar und ein Preis und so weiter. Ja. Und dann kannst du loslegen und bist sozusagen selbstständig. Am Anfang wirst du wahrscheinlich dann denken, okay, ich muss erstmal die ultra billigsten Preise aufrufen und echt, echt günstig sein. Das stimmt aber nicht, denn die günstigen, billigsten Hobbyfotografen, die auch mal ein gutes Bild machen, die haben sozusagen den Vorteil, die müssen davon nicht leben. Und wenn du ein Kleingewerbe anmeldest und davon auch so halbwegs nicht leben musst, dann würde ich dir auch nicht raten, trotzdem die aller Ultra-Dumping-Preise zu nehmen, weil du A, die Preise von Leuten kaputt machst, die davon leben müssen. Und weil dann oft Kunden zu dir kommen, die keine Lust haben auf gute, professionelle Sachen, sondern eher nur Lust haben, Geld zu sparen. Und das sind aber die falschen Kunden. Da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Das wollen wir nicht haben. Wir wollen Kunden haben, die Endklasse Arbeit haben wollen. Um das zu erreichen, würde ich dir vorschlagen, dass du ungefähr deine Preiskalkulation machst, wie du dich einschätzt, aber auf alle Fälle nicht zu tief. Dich mal in den anderen Markt umschaust, guckst, wie lange es schon andere Firmen gibt, die das machen und dich dementsprechend ein bisschen platzierst an den offiziellen Preisen, die man auch bei Google findet und nicht nur bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel. Ja. Ich habe da festgestellt, wo ich am Anfang total, total billig war. Ich habe mich am Anfang so unter Wert verkauft. Mike ist immer noch, nein, Spaß, dass ich mich so günstig verkauft habe, dass ich dann wirklich bloß Kunden hatte, die extrem nur Bock hatten, Geld zu sparen, aber nicht die Bock hatten, ein geiles Werbevideo zu haben. Und das sind die falschen Kunden. Seitdem ich da ein bisschen die Preise angehoben habe, habe ich dann zwar nicht mehr für Freunde, Verwandte, Kumpels oder so großartig gearbeitet, sondern mehr für Firmen, andere Leute, aber dann hatten ich auch Leute, die Lust haben, vernünftige Arbeit. Ja? Und so wird der Prozess bei dir auch sein. Schwör ich dir. Falls du noch mehr über das Thema wissen willst, was ich jetzt so kurz mal umrissen habe, damit es dir nicht zu lang wird, dann schreib mir gerne einen Kommentar. Mein Name ist Paul. Frag Paul gerne, Digga, wie mache ich denn das oder das? Ja, wie waren da deine Erfahrungen? Wie sind denn deine Erfahrungen gewesen? Das würde mich mal interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich genieße jetzt noch ein bisschen den Sonnenuntergang und gehe nach Hause. Mach's gut. Tschüss. Noch kleine Videofirma, wie ich mich mal betrachten würde. Ich bin jetzt nicht die übelste Hollywood High Life Actionfilmfirma, sondern ich bin auch ein Kleinunternehmer. Aber das ist meiner Meinung nach jetzt nicht das Allerschlimmste. Aber wenn man sozusagen, nee, wir fangen nochmal an. Ich bin Kleinunternehmer.